Günstiges Gold, Duriel-Sets, tolle Items und mehr findet ihr auf aoeh.com. Checkt dafür einfach den Link in der Beschreibung und mit dem Code HGS gibt es an der Kasse nachher nochmal 6% extra. Hallo meine Lieben, ich grüße euch. In diesem Video wollen wir mal über meinen Necro reden und ich muss euch gleich sagen, mein Necro macht mir tierisch Spaß. Der ein oder andere wird es wissen, als die Liga begonnen hat, habe ich mit dem Necro angefangen, habe diesen Necro als rein Summoner bisher gespielt und meine Erfahrung bisher ist wirklich eher stärker denn je. Und was meine ich damit? Mit stärker denn je, damit ihr eine ungefähre Einschätzung kriegt. Er ist im Solo-Game wirklich zu allem zu gebrauchen bisher. Ich habe jetzt gerade Duriel mit dem das erste Mal gelegt. Ich weiß noch nicht genau, ob er für Lilith diese Season gut geeignet ist. Da müssen wir gucken. Da muss das Equip vielleicht auch noch ein bisschen optimieren. Aber ich muss auch gleich sagen, sobald ihr ins Gruppenplay reingeht, haben die Gegner ja mehr Leben. Und da merkt ihr es dann, dass der Necro als Summoner zu wenig Schaden macht. Es gibt natürlich andere Skillungen auf dem Necro, die wesentlich mehr Schaden machen. Knochengeist zum Beispiel, Knochenspeer, Blutlanze und. Das ist gar keine Frage, aber darum geht es ja nicht in diesem Video. In diesem Video möchte ich euch einfach mal mein Summoner-Bild, also mein Beschwörer-Bild präsentieren. Und ich muss euch gleich sagen, ich habe selten so einen entspannten Charakter gespielt, weil ich tatsächlich nur eine Taste drücken muss aktiv. Und wenn ich will, kann ich noch eine zweite drücken und mehr geht gar nicht in diesem Bild. Sehr, sehr cool. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr Lust habt. Ihr werdet bestimmt euren Spaß haben. Aber wir fangen jetzt mal an. Und dafür drücke ich einfach mal die Taste A und wir gucken uns die Skillung an. Ich mache das Ganze groß. Wir gehen rein in die Skillung und fangen ganz oben an. Ich habe ganz oben zwei Punkte reingesetzt. Ich hatte es anfangs, als ich geskillt habe, habe ich hier mal einen dritten Punkt mit reingesetzt und habe das tatsächlich benutzt. Darüber habe ich meine Gegner verwundbar gemacht. Benutze ich mittlerweile nicht mehr, einfach aus dem einfachen Grunde. Das wäre eine aktive Taste, die ich drücken muss und da habe ich keine Lust zu. Also nur zwei Punkte hier reingeballert, irgendwo, damit wir in die nächste Zeile kommen. In der nächsten Zeile ist es auch ganz einfach, weil diese ganzen Sachen, die wir hier haben, die müssten wir aktiv drücken, habe ich keine Lust zu, also skill ich sie auch nicht. Ich muss allerdings vier Punkte hier reinballern, damit ich in den nächsten Tree reinkomme, also mache ich das Ganze so, indem ich einen Punkt hier reinballer. Eure maximale Essenz ist um 3 erhöht, völlig unwichtig, brauchen wir nicht, ich habe die ganze Zeit volle Essenz. Und ich habe drei Punkte in geschundenes Fleisch gemacht. Glückstreffer, euer Schaden verfügt über eine Chance von bis zu 20% an der Position des Ziels eine Leiche zu erschaffen. Mehr Leichen, können wir mehr mitmachen, ist eine coole Sache, kann man mitnehmen. Und wenn wir hier vier Punkte reingepackt haben, kommen wir in den nächsten Punkt. Im nächsten Punkt habe ich etwas geskillt, was automatisch bei mir gezündet wird. Da kommen wir später beim Equip zu. Und deswegen ist es auch geskillt. Und zwar ist das die Leichenexplosion. Ich habe in die Leichenexplosion 5 Punkte reingeknallt, insgesamt sind 12, das kommt durchs Equip, kommen wir später ja noch zu. Dann habe ich einen Punkt in verbesserte Leichenexplosion drin, der Radius von Leichenexplosion wird um 15% erhöht. Und ich habe hier wiederum drin, Leichenexplosion wird zur Dunkelheitsfertigkeit, das ist wichtig. Anstatt zu explodieren, verströmt sie ein abscheuliches Miasma, das im Verlauf von 6 Sekunden 17.000 Schattenschaden verursacht. Wichtig dabei ist es zu wissen, dass unsere Leichenexplosion jetzt eine Dunkelheitsfertigkeit ist. Und zusätzlich gibt es keinen ganz normalen Knall mehr für die Leichenexplosion, sondern tatsächlich eine Pfütze auf der Erde. Und alles, was in dieser Pfütze steht, erleidet Schaden über Zeit. Drei Punkte in stachelbewehrte Rüstung. Das heißt, wenn ich getroffen werde, reflektiere ich Dornenschaden auf die Gegner. Das ist gar nicht mal so wichtig. Allerdings bekommt ein Teil meiner Dorn auch meine Minions. Und meine Minions, die stehen ja an vorderster Front. Und wenn die jetzt getroffen werden, schmeißen sie auch nochmal Schaden auf den Gegner zurück. Drei Punkte in Beherrschung von Skelettkriegern. Absolut must have. Ich spiele ein rein Beschwörerbild. Das heißt, meine Minions sind meine Damage-Quelle. Deswegen kommen wir da nicht drum rum. Müssen wir mitnehmen. 45% erhöhtes Leben und Schaden. Ein Punkt in Bluternte. Das ist nur ein Durchgangsskill. Der Effekt ist völlig unwichtig. Wir geben in diesem ganzen Bild nie Essenz aus. Deswegen brauchen wir diese Essenz auch nicht. Aber der nächste Punkt, der ist ziemlich gut, kraftbringender Tod. Ihr verursacht nach dem Verbrauch einer Leiche 6 Sekunden lang 21% multiplikativ mehr Schaden. Ich selber mache Schaden mit Leichenexplosion, von daher passt das Ganze. Meine Leichenexplosion wird dadurch stärker, aber, und das ist wichtig zu wissen, 30% dieses Wertes gehen auch automatisch auf meine Minions über. Und dadurch werden meine Minions auch stärker. Gucken wir uns die nächste Zeile an. Da habe ich einen Punkt in die eiserne Jungfrau. Ihr könnt es rein theoretisch auch machen, dass ihr hier nur einen Punkt reinsetzt und dann könnt ihr hier drei Punkte reinsetzen in eiserne Jungfrau. Eiserne Jungfrau ist sehr, sehr stark. Verflucht den Zielbereich. Von eiserne Jungfrau betroffene Gegner erleiden jedes Mal x Schaden, in Klammern 30% Schaden. Wenn sie direkten Schaden verursachen, hält bis zu 10 Sekunden an. Und das können wir, wenn wir es hochpushen, auf 45% nachher bringen. Also dieser Buff Eiserne Jungfrau ist mittlerweile sehr, sehr stark geworden. Noch stärker wird das Ganze durch diesen hier, verbesserte Eiserne Jungfrau.
Eiserne Jungfrau kostet jetzt keine Essenz mehr. Deswegen geben wir auch überhaupt keine Essenz in diesem Bild aus. Stattdessen erhaltet ihr 5 Essenz für jeden verfluchten Gegner. Ist völlig egal, wir haben eh immer volle Essenz. Was aber wiederum gut ist, ist hier ganz hinten, wenn mindestens 3 Gegner von Eiserne Jungfrau betroffen sind, erhöht sich der Schaden um 30% und auch das ist wieder multiplikativ. Und damit ist Eiserne Jungfrau ein sehr, sehr guter offensiver Fluch. 3 Punkte in verstärkter Schaden. Ihr fügt verfluchten Gegnern 12% multiplikativ mehr Schaden zu. Auch hiervon gehen 30% auf unsere Minions mit über. Und natürlich 3 Punkte in Beherrschung von Skelettmagiern. Gleiches Thema wieder oben. Wir spielen Beschwörerbild. Deswegen Beherrschung von Skelettmagier bringt uns 60% mehr Leben und 60% mehr Schaden. Die nächste Zeile, die ist auch wieder relativ einfach. Leichenranken habe ich hier genommen. Warum Leichenranken? Leichenranken werden in meinem Bild automatisch gewirkt, muss ich mich also auch nicht drum kümmern. Und Leichenranken haben den Vorteil, dass wir unsere Gegner verlangsamen und sie zueinander ziehen, also auf einen Fleck zusammenziehen. Ich könnte es rein theoretisch auch mit Pest machen, dann würde ich hier oben einen Essenzverbraucher mit reinnehmen, könnten wir auch machen. Und es gibt für Pest einen Aspekt, dass Pest auch die Gegner zusammenzieht. Könnte man also auch machen. Und Pest verlangsamt auch. Dann müssten wir es aber aktiv drücken. Und weil ich ja faul spielen will, benutze ich deswegen nicht Pest. Pest würde ein bisschen mehr Schaden machen. Ich benutze aber Leichenranken, weil Leichenranken halt automatisiert ist. Muss ich mich nicht drum kümmern. Leichenranken zieht also Gegner zusammen, betäubt sie sogar noch mit. Leichenranken verlangsamen Gegner. Und Leichenranken machen die Gegner verwundbar. Hierüber mache ich meine Gegner auch nochmal verwundbar. Deswegen brauche ich auch hier oben diesen Punkt hier nicht mehr oder diesen ganzen Skill nicht mehr benutzen. Und jetzt erfahrt ihr, warum ich hier oben bei der Leichenexplosion hier das Ganze zu einer Dunkelheitsfertigkeit gemacht habe, warum das so wichtig ist. Ihr Skill nämlich hier mit rein. Ein Punkt in Verfolgung des Schnitters ist nur ein Übergangspunkt, aber jetzt kommt's. Wenn ihr Gegner mit Dunkelheitsfertigkeit Schaden zufügt, erleiden sie 2 Sekunden lang 6% multiplikativ mehr Schattenschaden durch euch und eure Diener. Bis zu 3-mal stapelbar. Also bis zu 18% multiplikativ mehr Schaden. Dunkelheitsfertigkeit. Aber wir machen Dunkelheitsfertigkeit Schaden mit unserer Leichenexplosion jetzt ja. Ihr fügt Gegnern, die verlangsamt oder unterkühlt sind, um 9% multiplikativ erhöhten Schattenschaden und Gegnern, die betäubt, bewegungsunfähig oder eingefroren sind, 9% multiplikativ erhöhten Schattenschaden zu. Diese beiden Boni sind stapelbar und wirken sich auf Schattenschaden aus, den eure Diener verursachen. Deswegen machen wir es nachher, dass unsere Magier Schattenschaden machen, kommen wir nachher zu beim Buch der Toten. Beides ist übrigens gegeben, wir verlangsamen unsere Gegner und wir betäuben unsere Gegner. Das machen wir in beiden Fällen mit unseren Leichenranken und die werden ja automatisch gewirkt. Dann haben wir in der nächsten Zeile natürlich wieder Beherrschung des Golems. Wir spielen natürlich den Summoner-Bild, da müssen wir das natürlich mitnehmen. Unser Golem ist unser stärkster Minion. In diesem Fall wird der Schaden um 75% multiplikativ erhöht. 3 Punkte deswegen dort rein. Dann kommen 3 Punkte in inspirierender Anführer. Nachdem ihr mindestens 2 Sekunden lang gesund gewesen seid, erhaltet ihr und eure Diener 12% Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit ist wichtiger denn je in dieser Season geworden für unsere Minions, denn desto mehr Angriffsgeschwindigkeit unsere Minions haben, desto mehr Schaden machen sie auch. Das ist diese Season tatsächlich geändert worden durch einen Paragon-Knotenpunkt Kultanführer. Das war vorher, war das ein bisschen anders. Da hieß es, pro verschiedenen Monstertyp, den wir beschwören, machen wir 15% mehr Schaden. Das waren früher 45% mehr Schaden, weil wir ja 3 Monstertypen hatten. Jetzt bekommen wir 10% mehr Minion-Damage pro 20% Angriffsgeschwindigkeit. Und deswegen ist dieses hier extrem gut und wir nehmen das natürlich mit. Dann habe ich noch 3 Punkte in verbesserten Kommandanten drin. Eure Diener verursachen 30% multiplikativ mehr Schaden, solange ihr in der Nähe seid. Und ich habe noch 3 Punkte in Widerstand des Todes drin. Eure Diener erhalten 12% erhöhte Rüstung und 24% erhöhten Widerstand gegen alle Schadensarten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Viecher stark genug sind, dann könnt ihr die Punkte hier rausnehmen und könnt die Punkte auch wiederum hier oben in Eiserne Jungfrau mit reinpacken. Ich habe die Punkte aber hier unten mit drin, weil ich mit diesem Bild auch Duriel und solche Sachen mache und da möchte ich, dass die Minions möglichst lange leben. Dann habe ich einen Punkt in Knochensturm drin, einen Punkt in obersten Knochensturm und einen überlegenen Knochensturm. Hierüber werde ich nämlich nochmal ein bisschen tanky und das ist völlig in Ordnung. Der ist bei mir auf der linken Maustaste, das heißt, sobald er ready ist, wird er auch automatisch benutzt. In der letzten Zeile empfehle ich euch ganz klar Karlans Edikt. Manche Summoner spielen tatsächlich mit Schattenseuche, würde ich aber nicht machen. Da müsstet ihr auch ein bisschen anders skillen, das wäre eine völlig andere Spielweise. Und hiermit haben wir nochmal die Möglichkeit, bis zu 30% Angriffsgeschwindigkeit für unsere Diener zu bekommen.
diese 30%, die wir hier drüber haben, plus diese 12%, die wir hier drin haben, die sind noch nicht mit eingerechnet in die Angriffsgeschwindigkeit, zu der wir später nochmal kommen. Das ist soweit die Skillung. Jetzt gehen wir als nächstes zum Paragon Board. Und im Paragon Board wird es auch relativ interessant. Ich habe momentan nur 4 Seiten drin. 4 Seiten, mehr Seiten werde ich wahrscheinlich auch gar nicht reinmachen. Denn so wie ich es im Moment habe, bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Ich fange mal hier unten an. Wir gehen hier über die Damage-Seite, gehen wir hier hoch. Auf den Glyphenpunkt hier habe ich Kontrolle drin. Von hier aus bin ich dann noch einmal runtergegangen, habe hier die Death-Geschichte mitgenommen. Bei dieser Sache ist es auch wieder, dass 30% dieses Wertes auf unsere Minions übertragen werden. Deswegen passt das Ganze schon. Ich bin hier auf Kontrolle gegangen. Das heißt, wir brauchen die Intelligenzpunkte. Das heißt, hier haue ich ab. Ich muss nachher hier noch Intelligenz mitskillen, da noch Int mitskillen, dort auch noch Int mitskillen. Das habe ich im Moment noch nicht gemacht. Einfach aus dem Grunde, weil die Glyphe noch nicht Level 15 ist. Das heißt, 3 Punkte gehen hier später nochmal rein. Dann bin ich hier hochgegangen. Hier sind nämlich nochmal 10 Int versteckt. Nochmal ein bisschen Schaden. Und ich bin hier reingegangen, 200 Rüstung und ab ins nächste Board. Im nächsten Board habe ich den Kultanführer genommen. Der Kultanführer hat sich geändert, sagte ich ja eben schon. Jetzt sorgt dafür, unsere Diener verursachen 10% multiplikativ erhöhten Schaden pro 20% Angriffsgeschwindigkeitsbonus, den sie haben. Deswegen ist es so wichtig, möglichst viel Angriffsgeschwindigkeit zu haben. Wir gucken uns das Ganze mal eben kurz an. Wir gehen auf Werte und ich gehe mal runter. Angriffsgeschwindigkeit von Dienern ist bei mir momentan auf 44,5%. Da kommen allerdings nochmal die 42% aus der Skillung mit zu. Dann sind wir schon bei 80, sind wir schon bei 86,5%. Dann kommen da nochmal hier durch diesen Aspekt nochmal 63% dazu. Und dann sind wir schon mal bei 140, fast 150% Angriffsgeschwindigkeit. Über ein paar andere Quellen hole ich mir auch noch ein bisschen Angriffsgeschwindigkeit, kommen wir später beim Equip noch zu. Das heißt, wir haben über 150% Angriffsgeschwindigkeit für unsere Diener. Und deswegen ist der Kultanführer auch so extrem stark in dieser Season. Den müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe den Kultanführer nach oben links gedreht, habe das Board genommen und bin dann am Anfang hier rüber gegangen über Schadensreduktion für unsere Diener, damit sie tankiger werden. Hier habe ich die Krieger reingemacht, damit meine Skelettkrieger mehr Schaden machen. Und hier habe ich den Diener Schaden nochmal erhöht. Von da aus bin ich dann hier hochgegangen, Dienerschaden nochmal wieder mit und direkt hier hoch zum Kultanführer. Danach könnt ihr dann auf diese Note noch gehen, Schaden für Skelettmagier und hier kriegt ihr nochmal Schaden für Skelettkrieger mit ordentlichen Schwung. Dieses Board ist also ein sehr, sehr starkes Board. Dann bin ich als nächstes nach links weitergegangen und links habe ich die hünenhafte Monstrosität drinne. Euer Golem verfügt über ein um 40% multiplikativ erhöhtes maximales Leben und verursacht 100% multiplikativ mehr Schaden. Unser Golem ist unser stärkster Minion. Hierdurch macht er nochmal gewaltig mehr Schaden. Deswegen gehe ich hier auch als allererstes hin. Anschließend nehme ich hier nochmal 20% Schaden, solange der Golem aktiv ist. 50% Schaden für Golems. Hier packe ich die Glyphe Golem nochmal rein. Dadurch erhöhe ich den Schaden des Golems nochmal wieder. Bei mir seht ihr es um 132,4% momentan. Skill natürlich die ganze Willenskraftpunkte im Radius mit. Gehe einmal hier hoch, nochmal 50% Schaden für den Golem. Und dann gehe ich jetzt gerade noch hier runter. Hier nehme ich mir auch nochmal 50% Schaden für den Golem mit. Das mache ich jetzt mit den restlichen Punkten, die ich jetzt noch bis Level 100 kriege. Da kommt hier noch ein Punkt mit rein. Diese Punkte werden auch noch mitgeskillt. Und dann skille ich hier unten noch die Int-Notes mit, die wir eben gerade schon besprochen hatten. Wenn wir das hier soweit fertig haben in dem Golem-Board, dann gehen wir wieder ein Board zurück und gehen von dem Board weiter nach rechts. Dort habe ich das Board genommen, Geruch des Todes. Wenn sich mindestens 2 Leichen in der Nähe befinden, erhaltet ihr 15% Schadensreduktion. Wenn sich keine Leichen in der Nähe befinden, verursacht ihr 15% mehr Schaden. Der Schaden ist multiplikativ und damit auch wieder sehr stark. Ich gehe rein, gehe direkt zum Knotenpunkt, packe da meine Magier rein, damit meine Magier mehr Schaden machen. Nochmal 110% mehr Schaden für meine Magier. Gehe hier runter, 50% Schaden gegen verletzte Gegner und 10 Intelligenz, was wiederum gut ist für meine Magier. Und hier oben habe ich nochmal 200 Rüstung, 10 Intelligenz, was auch wiederum Schaden für meine Skelettmagier ist. Dann gehe ich natürlich nur auf den legendären Knotenpunkt, den wir eingangs schon besprochen haben. Und dadurch werde ich entweder tankiger oder ich mache mehr Schaden, beziehungsweise meine Minions dann ja auch. Das war das vorletzte Board, was wir skillen. Jetzt gehen wir nämlich nochmal ganz nach links weiter. Hier war das Golem-Board und links vom Golem-Board habe ich noch ein Board rangepackt und zwar Knochentransplantat. Knochentransplantat habe ich nach unten links gedreht und dann gehe ich jetzt einfach nur hier rein auf diesen Punkt hier und hole mir hier nochmal maximales Leben. Maximales Leben und Rüstung
Sehr, sehr wichtig. Wir wollen natürlich maximal tanky sein. Unsere Minions machen den Hauptschaden und wir sehen einfach nur zu, dass wir überleben. Und deswegen sind diese 4% mehr Leben und 100 Rüstung sehr stark. Genauso wie die umliegenden Punkte. Da gibt es nochmal 2%, da auch nochmal 50 Rüstung. Hier nochmal 2% mehr Leben. Also tanky. Den Glyphenpunkt nehme ich nicht mit. Denn diesen Glyphenpunkt, ich könnte da zwar hochgehen, aber dieser und dieser Punkt sind nicht interessant für mich. Deswegen gehen jetzt die restlichen Punkte, die ich habe, wie eben schon gesagt, einmal hier mit rein, damit mein Golem nochmal 50% mehr Schaden macht. Hier nochmal 7% Leben, da nochmal 7% Leben für den Golem, hier nochmal 8,5% mehr Schaden. Und dann gehen die restlichen Punkte hier auf die Int-Nodes und dann bin ich auch genau Level 100. Ihr seht es also, wir holen das Maximale aus unseren Minions raus. Die Minions, die sollen richtig, richtig reinbumseln. Kommen wir als nächstes mal eben zum Equip. Beim Equip, da habe ich bei mir 4 Unique Items drin. Die gehen wir auch am Anfang mal durch. Und zwar möchte ich am Anfang mit euch über diesen Ring reden. Diesen Ring habe ich das erste Mal mit Level 50 gefunden. Der kann ganz normal droppen in ganz normalen Dungeons. Ich habe den in der Heldheit damals gefunden. Man kann den auch gezielt bei Warschan farmen. Durch diesen Ring haben wir den Vorteil, dass unsere Skelette erwecken, Leichenexplosion und Leichenranken automatisch gewirkt werden. Wir müssen sie nicht mehr drücken. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Skelettmagier oder Skelettkrieger stirbt, wird dieser Ring automatisch diesen wieder neu beschwören, solange Leichen da liegen. Solange Leichen da liegen und unsere Skelette alle da sind, wird Leichenexplosion gezündet werden können und Leichenranken gewirkt werden können. Alles passiert völlig automatisch und wir müssen uns um nichts kümmern. Natürlich wird er auch Skelette erwecken, wirken, wenn da Leichen auf der Erde liegen, um den Skelettpriester herbeizurufen, der unsere Skelettviecher heilt und bufft. Also dieser Ring ist wirklich ein super Komfortring und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall versuchen zu bekommen. Diese 3 Ränge für alle Fertigkeiten des Typs Leiche, da wollen wir auch nochmal eben kurz drüber reden. Da denken viele nämlich, oh Moment, damit werden ja meine Skelette nochmal um +3 erhöht im Rang. Dem ist leider nicht so, da habe ich letztens schon mal ein Video drüber gemacht. 3 Ränge für alle Fertigkeiten des Typs Leiche bezieht sich tatsächlich auf Leichenfertigkeiten. Herbeirufungsfertigkeiten sind keine Leichenfertigkeiten. Das sehen wir auch, wenn wir mit der Maus darüber gehen. Da sehen wir, das ist nur eine Herbeirufungsfertigkeit. Anders ist das zum Beispiel bei der Leichenexplosion oder auch bei den Leichenranken. Da sehen wir, das ist eine Leichefertigkeit. Diese hier wird durch diesen Ring um +3 gesteigert. Allerdings nicht Skelette erweckt und auch nicht Golem. Trotzdem nice to have, denn wir haben ja Leichenranken und Leichenexplosion mit drin. Dann kommen wir zum zweiten Ring. Der zweite Ring, der kann bei dem Kälteboss gezielt gefarmt werden. Das ist Mendels Ring. Mendels Ring, es besteht eine Chance von bis zu 10%, all eure Diener zu stärken, wodurch der nächste Angriff jedes Dieners explodiert und 22.500 physischen Schaden verursacht. Zusätzlich haben wir hier nochmal 18% Angriffsgeschwindigkeit von Dienern drauf, 44% maximales Leben, 7,2 Glückstrefferchance bei mir und nochmal Dornen, was wir auch wieder auf unsere Minions zum Teil mit drauf werfen. Also ein sehr, sehr starker Ring. Eigentlich auch ein Must-Have-Ring, den solltet ihr euch auch holen. Wie gesagt, der kann selten random droppen, der kann aber auch sehr, sehr gut beim Eisboss gefarmt werden. Dann habe ich noch 2 weitere Uniques an und zwar einmal diese Waffe hier. Leichenexplosion verbraucht bis zu 4 zusätzliche Leichen rund um die ursprüngliche Leiche und verursacht 130% multiplikativ mehr Schaden mit 25% größerem Radius pro zusätzlicher Leiche. Also ein ordentlicher Damage Boost für unsere Leichenexplosion. Dann haben wir hier auch nochmal 4 Ränge für alle Fertigkeiten des Typs Leiche, also für Leichenexplosion und Leichenranken, nicht für unsere Skelette und auch nicht für unsere Golems. 2 für die passive Fertigkeit Kraftbringender Tod benutzen wir tatsächlich und für geschundenes Fleisch benutzen wir auch. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Waffe. Wir pushen damit ganz klar unsere Leichenexplosion. Und das letzte Unique-Item, was ich trage, sind dann nochmal die Hände hier. Gebrüll aus den Tiefen. Anstatt sofort zu explodieren, beschwört Leichenexplosion ein instabiles Skelett, das auf einen zufälligen Gegner zustürmt und explodiert. Der Schaden von Leichenexplosion ist um 39% multiplikativ erhöht. Nochmal erhöhten Schaden für unsere Leichenexplosion. Sehr, sehr cool. Aber wir haben jetzt auch gesteuerte Leichenexplosion. Und zwar wird die Leichenexplosion nicht mehr an der Stelle spawnen, wo die Leiche jetzt liegt, sondern es erscheint jetzt tatsächlich ein Skelett, was zu den Gegnern hinläuft. Und wenn es in der Nähe vom Gegner ist, dann legt es sich dort nieder. Und somit trifft unsere Leichenexplosion auch immer die Gegner. Diese Hände sind gut. Falls ihr diese Hände nicht habt, da könnt ihr auch ganz normale legendäre Hände tragen und dann nehmt ihr eine ordentliche Angriffsgeschwindigkeit für Diener mit drauf, dann ist die Sache auch schön.
Kommen wir jetzt mal zu dem restlichen Equip. Bei dem restlichen Equip ist es natürlich wichtig, dass wir zum einen unsere Def-Werte erfüllen, das heißt möglichst hohe Rüstung bekommen und natürlich maximale Widerstände haben. Wir wollen alle Widerstände auf 70% haben, damit wir möglichst tanky sind. Und wie gesagt, wir wollen einen möglichst hohen Rüstungswert auch haben. Ich habe einen Rüstungswert in der Map von ca. 12.000 im Moment. Warum? Kommen wir jetzt zu. Auf dem Helm habe ich einen Aspekt drauf, dass unser Maximum an Skelett-Magiern um 2 erhöht wird. Deswegen kann ich auch, wir sehen das hier unten, 5 Magier beschwören. Sonst hätte man nämlich nur 3 Magier. Das gleiche mache ich mit den Skeletten. 5 wären normal. Ich kann 7 beschwören. Warum? Weil ich da den Aspekt habe, euer Maximum an Skelettkriegern wird um 2 erhöht, habe ich bei mir auf den Füßen nämlich drauf. Dann habe ich einen schönen Aspekt drauf auf der Rüstung. Euer Golem hat eine Chance bei mir leider nur von 8%, seine aktive Abklingzeit um 2 Sekunden zu reduzieren und eine Chance von 4% eine Leiche zu erzeugen. Und zwar jedes Mal, wenn er mit seinen normalen Angriffen zuschlägt. Hiermit können wir die aktive Abklingzeit des Golems verringern und jedes Mal, wenn die aktive Abklingzeit abgeschlossen ist, können wir sie wieder neu wirken bei mir auf Taste 2. Das ist tatsächlich eine Taste, die ich aktiv dann hin und wieder mal drücke, damit der Golem dann mehr Schaden macht. Außerdem ist das ja auch eine wunderbare Möglichkeit, den Golem zu steuern und sagen, pass auf, du sollst jetzt das Ziel angreifen. Die einzigen Tasten, die bei mir aktiv gedrückt werden, sind tatsächlich der Golem, wenn die Abklingzeit abgelaufen ist, und immer in die große Menge die eiserne Jungfrau rein, damit meine Minions mehr Schaden machen. Ansonsten drücke ich hier gar nichts. Deswegen ist dieser Golem-Aspekt auch sehr, sehr cool und ich hätte ihn gerne auf 10%, dann hätte ich nämlich die aktive Fertigkeit des Golems noch öfters zur Verfügung. So, und dann kommen wir jetzt nochmal zu meinen Hosen. Auf den Hosen habe ich tatsächlich einen neuen Aspekt drin, der kam diese Season mit dazu. Und zwar erhalte ich 3752 Rüstung, aber die Abklingzeit von Entrinnen erhöht sich um 100%. Kann ich super mit leben. Dieses maximale Rüstung wird erst angezeigt, sobald ich im Dungeon oder in der Karte bin. Die sind hier im Moment noch nicht mit eingerechnet. Und deswegen komme ich auch, sobald ich die Stadt verlasse, locker auf über 12.000 Rüstung. Denn diese 3752 Rüstung, die hier drauf sind, die werden dann nochmal wieder weiter gepusht durch irgendwelche Stats, die wir auf anderem Zeug drauf haben, wie zum Beispiel hier. 19,5% gesamte Rüstung wird erhöht. Davon profitiert diese Zahl hier auch und deswegen ist das halt wirklich enorm. Sehr, sehr starker Aspekt, kann ich nur empfehlen. Wir brauchen dadurch auch nicht mehr diesen anderen Aspekt mit reinnehmen, den wir sonst immer mit drin hatten, dass jedes Mal, wenn wir zuschlagen, Rüstung weiter aufgebaut wird, aber die dann auch wieder sehr schnell verfällt, wenn wir nicht in Action sind. Diese Rüstung haben wir nämlich dauerhaft und das macht die Sache meiner Meinung nach viel, viel stärker. Jetzt kommen wir als nächstes noch zum Schild bzw. zum Fokus. Ich habe einen Fokus drin, kein Schild. Ihr könnt hier auch ein Schild reinmachen. Mit dem Schild seid ihr ein bisschen tankiger, mit dem Fokus macht ihr ein bisschen mehr Schaden. Müsst ihr sehen, was ihr braucht. Wenn ihr Bosse macht, macht vielleicht das Schild mehr Sinn. Wenn ihr ganz normal in der Heldheit farmt oder ganz normal in Dungeon farmt, würde ich wahrscheinlich einen Fokus reinnehmen. Ich habe hier einen Fokus drin und da habe ich einen sehr interessanten Aspekt drin. Eure Diener erhalten höheren Schaden, solange sie am Leben sind, bis maximal bei mir 37% multiplikativ nach 10 Sekunden. Ist ein sehr starker Aspekt, sollten wir auf jeden Fall mit reinnehmen. Und ich habe hier oben dann noch ein Amulett drin, da können wir auch noch mal eben kurz drüber reden. Auf dem Amulett habe ich Werte drauf, Angriffsgeschwindigkeit von Dienern, dann noch mal ein bisschen Def-Werte und 2 Ränge für die passive Fertigkeit Kraftbringender Ton. Der Aspekt da drin ist aber auch wieder sehr, sehr wichtig und einer der wichtigsten Aspekte jetzt überhaupt bei uns im Minion-Bild, denn wir sagten ja schon, Angriffsgeschwindigkeit von Dienern ist saustark. Da wollen wir so viel von haben, wie wir überhaupt kriegen können, denn Angriffsgeschwindigkeit sorgt natürlich dafür, dass unsere Viecher schneller angreifen, was sowieso viel Schaden macht. Aber wir bekommen ja auch zusätzlich zu dieser Angriffsgeschwindigkeit nochmal für 20% Angriffsgeschwindigkeit 10% mehr Schaden multiplikativ. Und deswegen jedes Mal, wenn einer eurer beschworenen Diener einen Gegner Schaden zufügt, erhält er 3 Sekunden lang 21% Angriffsgeschwindigkeit bis maximal 63%. Und das war es dann auch soweit mit dem Equip. Zu den Sockeln kann ich euch sagen, ich würde in diese ganzen Slots würde ich immer rote Steine mit reinpacken. Rote Steine sorgen dafür, dass wir mehr Leben haben. Dieser Lebensbuff wurde jetzt sogar verstärkt, deswegen hier auf jeden Fall Leben reinsockeln. In der Waffe und in der Offhand habe ich grüne Steine drin. Grüne Steine erhöhen den Schaden gegen verwundbare Gegner um 30% Minimum. Durch unsere Skillung sogar noch ein bisschen mehr und davon profitieren auch unsere Minions. Und bei den Schmuckstücken, da gehe ich immer wie folgt vor. Ich mache mein Inventar auf, meine Werte auf, gucke, welche Widerstände ich noch nicht auf Max habe. Dann versuche ich über die Steine hier meine Widerstände auf Max zu bekommen. Wenn alle Widerstände auf Max sind, sockel ich grundsätzlich die Schädel rein, mehr Rüstung.
Mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Wir kommen zum nächsten Punkt und das ist das Buch der Toten. Beim Buch der Toten hat sich einiges verändert im Vergleich zur letzten Season auch. Und zwar bin ich jetzt bei den Skelettkriegern hier auf die Plänkler gegangen und habe mir einen zusätzlichen Skelettkrieger geholt. Ich brauche nicht diesen irrsinnigen Leichenspawn, da habe ich sowieso genug von. Unsere Diener sind sowieso zäh genug, dass sie kaum sterben werden. Deswegen brauche ich hier nicht diese Sache, dass wir zusätzliche Leichen erschaffen, sondern ich nehme zusätzlichen Schaden mit in Form eines zusätzlichen Kriegers. Bei den Skelettmagiern, da ist es wichtig, dass unsere Magier jetzt Schattenschaden machen. Wir haben geskillt, dass unser Schattenschaden und der Schattenschaden unserer Minions stark verstärkt wird. Und deswegen hier den Punkt rein, in Schattenmagier schießen bei jedem vierten Angriff zusätzlich einen Schattenblitz. Das sorgt nämlich dafür, dass unser ganzer Magierschaden immer Schattenschaden ist. Und bei dem Golem, da hat sich auch was geändert diese Season. Unser Golem macht von vornherein AE-Schaden, wenn es ein Knochengolem bzw. ein Blutgolem ist. Deswegen brauchen wir auch nicht mehr unbedingt diese Note, die wir letzte Season immer noch genommen haben. Damit hatten wir nämlich den Golem, wenn er aktiv ist, so ein bisschen AE-Schaden machen lassen. Jetzt, dadurch, dass wir immer beim Blut- und beim Knochengolem AE-Schaden haben, skille ich den Blutgolem und zwar hier. Wenn wir gesund sind, erhält unser Blutgolem 25% Schadensreduktion und verursacht 50% multiplikativ mehr Schaden. Also ihr seht schon, dass unser Golem wirklich extrem stark geworden ist dieses Season. Das ist das Buch der Tote. Damit sind wir da auch durch. Und jetzt fehlt noch eine Sache, über die wir reden wollen, und zwar über unser Konstrukt. Bei dem Konstrukt habe ich tatsächlich ein bisschen rumgebastelt, bis ich jetzt für mich die optimale Lösung gefunden habe. Ich hatte vorher zwei unterstützende Fertigkeiten drin. Jetzt habe ich nur noch eine unterstützende Fertigkeit drin und eine Damage-Variante drin. Und zwar habe ich hier den Orkan drin und da oben habe ich Adrenalinschub drin. Der Orkan sorgt dafür, dass wir Blitzschaden machen, und zwar über Zeit. Das ist erstmal soweit okay, das nehmen wir erstmal hin. Jetzt habe ich den aber unterstützt und das ist das Interessante. Von der unterstützten Fertigkeit verursachter Schaden zerstört gegnerische Barriereeffekte sofort. Zudem besteht eine Chance von 90%, Gegner 2 Sekunden lang verwundbar zu machen. Unser Konstrukt sorgt also dafür, dass Gegner ihre Barriere verlieren, also ihre Schutzkugel verlieren, und sie werden sogar nochmal verwundbar gemacht. Wir machen die Gegner auch durch unsere Skillung auch verwundbar, aber wir klauen denen jetzt die Barriere. Dann haben wir noch eine andere schöne Geschichte drin. Von der unterstützten Fertigkeit verursachter Schaden verlangsamt die gegnerische Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sekunden lang. Also sorgt unser Konstrukt jetzt auch dafür, dass die Gegner verlangsamt werden. Sehr, sehr gut. Im Moment greift der Orkan allerdings nur ein Gegner an. Und deswegen habe ich jetzt noch die Lichtbogenunterstützung mit reingenommen. Die unterstützte Lichtbogenfertigkeit kann 10 weitere Gegner treffen. Und jetzt sorgt unser Orkan dafür, dass wir sehr viele Gegner treffen und das andauernd über 5 Sekunden. Und dadurch werden unsere Gegner jetzt einmal verlangsamt, zum anderen wird die Barriere entfernt und sie werden verwundbar. Das ist mein Setup Nummer 1 für mein Konstrukt. Setup Nummer 2, das ist eine unterstützende Fertigkeit, Adrenalinschub. Verabreicht einen schnellen Adrenalinschub, wodurch der durch den Spielercharakter verursachte Schaden 12 Sekunden lang um 18% multiplikativ erhöht wird. 30% dieses Wertes gehen auf unsere Minions über. Dann habe ich das Ganze mit Dauerunterstützung supported. Die Dauer unterstützter Dauerfertigkeiten wird um 3,6 Sekunden lang erhöht. Dadurch wirkt dieser Buff länger. Dann verkürze ich die Abklingzeit mit taktischer Unterstützung, dass wir es öfters benutzen können. Und ich sorge dafür mit Initiativunterstützung, dass unser Sehneschallbegleiter niemals außer Reichweite ist. Ihr seht auch, dass meine Steine noch nicht alle auf 10 sind. Ich bin da gerade noch bei, die zu leveln. Dann wird das Ganze natürlich noch ein bisschen schöner. Aber ich kann euch sagen, dass das hier für mich eine sehr gut funktionierende Spielweise für das Konstrukt ist. So, jetzt nochmal zusammengefasst. Wir haben über die Skillung gesprochen. Wir haben über die Paragon-Punkte-Verteilung geredet. Buch der Toten haben wir gemacht. Wir haben das Konstrukt gesprochen. Wir haben über die Items gesprochen, über die Aspekte gesprochen. Ich glaube, wir sind soweit durch. Falls ich irgendetwas vergessen haben sollte, lasst es mich gerne wissen, dann kann ich das eventuell noch ergänzen. Schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Ansonsten könnt ihr uns natürlich wie immer auch gerne abends auf Twitch besuchen. Wir streamen da fast jeden Abend. Da könnt ihr auch Fragen stellen oder irgendwelche ergänzenden Sachen noch loswerden. Überhaupt kein Thema. Wir sind ein sehr, sehr netter Haufen. Ihr seid herzlichst eingeladen. Und jetzt wünsche ich euch zum Schluss natürlich noch wieder alles Liebe und alles Gute. Leute, habt viel Spaß in der Diablo, genießt einfach die Season. Mir gefällt sie bisher wirklich sehr, sehr gut. Ich habe jede Menge Spaß. Findet gute Sachen, baut schöne Builds und bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.